Hi ihr Lieben und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Video. Heute gibt es so ein kleines Update aus meinem Leben, denn das Leben ist im Wandel, meins ganz besonders, weil ich ein sehr sprunghafter Mensch bin und gern neue Dinge ausprobiere und irgendwie ändert sich bei mir andauernd was, gerade in den letzten Monaten, Jahren andauernd. Und damit ihr da noch durchblickt und nicht jedes Mal denkt, hä, hat sie nicht noch vor einer Woche was anderes gesagt, dachte ich mir, ich muss euch mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, damit ihr halbwegs wisst, was Sache ist. Ich hoffe, es passt einigermaßen mit der Beleuchtung heute. Es ist zappenduster draußen, obwohl es mitten am Tage ist. Januar, eine Wonne der Natur. Ich liebe den Winter. So ist es halt. Vielleicht kaufe ich mir einfach auch mal ein bisschen Licht für meine Videos. I don't know. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr schon bis zum Ende dranbleiben. Da geht es nämlich nochmal um YouTube und um mein Equipment und wie es hier weitergeht und so. Erstmal fangen wir an mit meinem Job. Also mit meinem eigentlichen Job. Ich mache ja YouTube nebenbei und habe noch einen Hauptberuf. noch. ja, anderes Thema. Und da ist es eben so, dass ich schon wieder meinen Job gewechselt habe. Und ich sage bewusst schon wieder, weil es für mich langsam ein bisschen eigenartig ist und ich mir denke, wow, so langsam sieht es im Lebenslauf ein bisschen komisch aus, als wäre ich ein komischer Mensch. Aber es ist halt einfach so, Leute, dass ich in meinem Leben an einen Punkt angekommen bin, wo ich gecheckt habe, hey, es gibt auch noch andere Firmen, die MitarbeiterInnen suchen und ich muss erstens nicht alles machen, zweitens mir nicht alles gefallen lassen und drittens mich auch nicht verraten und verkaufen. Schon gar nicht in einem Job, in dem man für Mindestlohn arbeiten geht oder knapp darüber. Denn so ist es leider im Einzelhandel. Ich habe zwar diesen Beruf gelernt, aber er wird sehr, sehr schlecht bezahlt und das ist, glaube ich, ganz vielen gar nicht bewusst. Also der Fokus liegt irgendwie immer auf bestimmten Berufsgruppen, wie zum Beispiel FriseurInnen werden schlecht bezahlt, in der Pflege wird man schlecht bezahlt. Aber über Einzelhandel spricht irgendwie niemand so richtig. Und ich glaube, das ist den meisten auch gar nicht so bewusst. Klar gibt es Stellen, wo man relativ viel verdienen kann. Und da sprechen wir jetzt von 13 bis 14 Euro pro Stunde. Aber dann muss man auch ganz schön was leisten dafür. Und tatsächlich war es bei den Stellen, wo ich jetzt war, nicht so krass mit der Bezahlung. Und ja, ich will gar nicht sagen, dass es einer der Gründe ist, denn ich verdiene jetzt auch nicht mehr, im Gegenteil, sogar noch weniger. Aber es ist halt einfach so, dass ich, wie einige vielleicht wissen, vorher in einem Bioladen gearbeitet habe. Und ich bin jetzt immer noch in derselben Branche, also es ist immer noch so Bio-Reformhaus-Richtung. Ja, man denkt tatsächlich, glaube ich, dass die Leute da mehr verdienen, als sie es am Ende tun. Und die Arbeit ist schon auch sehr anstrengend und ich bin froh, dass ich jetzt eben weniger Arbeitsaufwand habe, weniger Stress und dass die Arbeit auch deutlich leichter ist. Denn es war im Bioladen schon relativ krass manchmal und ich bin ja auch nicht bereit, über so ein gewisses Level zu gehen, weil ich einfach der Meinung bin, okay, ich muss nicht rennen dafür, dass der Arbeitgeber da irgendwie einen Mitarbeiter einspart. Nee. Eigentlich nicht. Dafür muss ich mir nicht die Beine brechen, denn das ist nicht mein Problem, dass die gerne sparen wollen. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Punkte, die mich dazu bewogen haben, den Vertrag, der befristet war, nicht zu verlängern. Und ich glaube, ohne was Gemeines zu sagen, kann ich sagen, okay, wir waren beide der Meinung, also sowohl mein Vorgesetzter als auch ich, hatten nicht so wirklich Interesse daran, den Vertrag zu verlängern. Und deswegen haben wir es einfach gelassen. Über die Art und Weise lässt sich streiten. Aber ich habe mal gelernt, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann sagt man lieber gar nichts. Und deswegen kehren wir das einfach unter den Tisch. Aber vielleicht kommt noch mal so ein allgemeines Video dazu, wie das Arbeiten im Bioladen so ist, ohne dass ich da jetzt großartig bestimmte Fakten nennen werde. Einfach, weil ich gerne über das Thema aufklären möchte und gerne zeigen möchte, wie es wirklich ist, wie meine Erwartungen und die Realität so gegeneinander gespielt haben. Und dass eben ohne diesen Betrieb, wo ich gearbeitet habe, großartig was Schlechtes zu tun. Denn das ist einfach nicht meine Art und da habe ich auch keine Lust drauf. Ich will nur einfach, dass ihr gerne wisst, was ihr mit eurem Geld unterstützt und ob das viel besser ist oder sich lohnt, nicht lohnt, whatever. Deswegen kommt vielleicht nochmal ein Video dazu, wenn ich irgendwann die Muße habe, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Job und für den spricht einiges. Zum Beispiel ist es jetzt viel näher dran, sodass ich weniger mit dem Auto fahren muss. Also eigentlich gar nicht mehr, denn ich komme fußläufig oder mit dem Fahrrad jetzt zur Arbeit oder kann eben auch mit den Öffentlichen fahren. Das bietet sich mega an und ist natürlich sowohl für mich zeitlich und auch vom Finanziellen her
ein super Pluspunkt und ist halt gleichzeitig auch nochmal was, was ich für die Umwelt tun kann. Also Win-Win-Win-Win-Win auf allen Seiten. Und deswegen bin ich echt froh, gewechselt zu haben. Außerdem ist es, wie gesagt, viel entspannter. Ich habe weniger Stress, ich muss weniger hart arbeiten. Und all das spielt eben zusammen und deswegen bin ich sehr, sehr happy mit dem Wechsel. Ein anderer Bereich, in dem ich auch sehr happy bin, ist mein Liebesleben, beziehungsweise mein Nicht-Liebesleben. Ihr wisst, ich war in einer Beziehung mit Basti und ich rede ja auch oft in meinen Videos über ihn oder über Dinge mit ihm und so weiter. Und daran hat sich auch gar nichts geändert, habt ihr sicherlich gemerkt. Also wir haben ja auch ein Video vor kurzem zusammen gedreht und er kommt auch in meinen Videos vor. Allerdings sind wir nicht mehr zusammen. Und das ist fast schon hart zu sagen, ich bin glücklich damit, aber es ist tatsächlich einfach so. Wir haben uns super, super gerne und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Es ist nur einfach so, dass ich für mich erkannt habe, hey, zu einer Beziehung gehört irgendwie noch irgendwie was anderes und das fehlt mir einfach. Und deswegen sind wir auseinandergegangen und es ist aber nicht so, dass wir uns jetzt hassen und uns die Köpfe einschlagen, sondern im Gegenteil, wir haben uns weiterhin super gerne und verbringen viel Zeit miteinander und deswegen wird er immer weiter Teil meiner Videos bleiben und auch Teil meiner Erzählungen bleiben, weil er eben auch Teil meines Lebens ist, worüber ich super froh bin, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Beziehung hin oder her, ich weiß nicht, ob das immer alles so super wichtig ist. Es ist einfach so, dass Basti in meinem Leben ein Mensch ist, von dem ich sagen kann, dass er so mein wichtigster Mensch fast im Leben ist. Also ich weiß nicht, es gibt niemanden aktuell in meinem Leben, mit dem ich so viel teile und mit dem ich so viel gemeinsam habe. Und ich würde schon sagen, dass ich da so einen Seelenfreund gefunden habe, weil wir einfach in vielen Punkten uns einig sind, dieselben Ansichten haben, dieselben Interessen verfolgen. Und das ist so, so, so viel wert und ich bin so froh darüber, das zu haben. Und noch froher bin ich darüber, dass wir das auch immer noch teilen, nachdem wir uns jetzt getrennt haben. Deswegen wird sich daran auch nichts ändern, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr seid cool damit und seht weiterhin gerne Content mit ihm, wenn er hier auf dem Kanal ist. Also auch als wir das Video gedreht haben mit den Weihnachtssüßigkeiten, waren wir tatsächlich schon getrennt. Und da seht ihr ja auch, es funktioniert weiterhin wunderbar. Und ich hoffe, ihr habt weiter Spaß an unseren Videos, wenn wir was zusammendrehen. Und nehmt das nicht irgendwie so als was Besonderes auf. Wir sind halt einfach nicht mehr zusammen, Leute. Ist alles nicht so wichtig. Klar, ist es schade, aber manchmal funktioniert es einfach nicht im Leben. Und dann ist es auch okay, loszulassen. Und ja, wir haben jetzt nicht ganz so losgelassen, aber wir haben eben diese Beziehung hinter uns gelassen. Und haben jetzt eben so an sich eine gute Zeit zusammen. Ein weiterer Bereich, in dem sich einiges geändert hat, ist YouTube tatsächlich. Und das fällt jetzt erstmal gar nicht so ins Gewicht, denn es kommt weiterhin jeden Monat ein Video. Und ich bin weiterhin hier mit Spaß und Freude dabei. Aber es hat sich hinter den Kulissen einiges geändert, habt ihr vielleicht mitbekommen. Denn ich habe die 1000 Abos erreicht und das ist ein Riesenschritt, ein Riesenstep. Und ich habe auch sonst all meine Ziele, die ich mir für 2022 gesetzt hatte, erreicht, womit ich schon lange nicht mehr gerechnet hatte, aber plötzlich ging es Schlag auf Schlag und es hat doch noch geklappt. Und ich habe mir natürlich für 2023 wieder genauso hohe, wenn nicht sogar noch höhere Ziele gesteckt und hoffe, dass ich sie auch erreichen kann. Das liegt in eurer Hand. Also, ihr wisst, abonnieren, teilen, kommentieren, die Videos verbreiten und einfach immer zugucken. Von Anfang bis Ende. Immer dabei sein und alles genießen. Damit helft ihr mir echt mega weiter, diese Ziele zu erreichen. Denn natürlich sind das so Ziele wie, oh mein Gott, so viele Abos möchte ich haben, so viel Watchtime will ich erreichen, ich möchte dieses Wachstum erreichen. Und das funktioniert eben nur mit euch. Deswegen hoffe ich, ihr unterstützt mich dabei sehr. Es hat sich wirklich schon vieles getan. Ich konnte meine Videos monetarisieren und somit schon im November zum ersten Mal wirklich Geld über YouTube verdienen, also über Google AdSense, indem ich hier Werbung rund um meine Videos schalte. Und Leute, das hat meine Erwartungen echt übertroffen. Ich dachte so, komm, was verdienst du schon am Anfang? Gar nicht der Rede wert. Aber tatsächlich habe ich schon im Dezember meine ersten 100 Euro gemacht. Also 100 Euro in einem Monat, wow, das war schon so eine kleine Party in mir, eine von vielen, weil ich jeden Fortschritt feiere. Aber 100 Euro in einem Monat, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Und das pusht mich nochmal so ein bisschen mehr, dann noch mehr reinzuhängen.
Als wenn ich mich nicht schon genug reinhänge. Naja, egal. Dementsprechend habe ich jetzt noch was Neues für euch. Und zwar habe ich eine Kamera. Und ihr fragt euch, hey, was macht die hier? Du drehst doch gerade. Ja, sie ist gerade erst angekommen und der Akku lädt noch. Deswegen müssen wir noch etwas geduldig sein. Und dann muss ich auch ungefähr noch 300 YouTube-Tutorials gucken, bis ich sie vielleicht bedienen kann. Also wir sehen dann in einem halben Jahr die ersten Videos mit der Kamera. Nein, ich hoffe, ganz so schlimm wird es nicht. Also ich habe sie ja im Laden ausprobiert und habe mal geguckt, wie bedienen sie sich und so. Und war einfach mit der am besten unterwegs. Also ich hatte das Gefühl, okay, das ist intuitiv für mich, das funktioniert für mich, das verstehe ich. Und es ist nicht so super komplex und ich muss erst 3 Wochen lang lesen, bis ich dann mal einen Knopf drücken kann. Sondern das kann für mich funktionieren und deswegen habe ich mich unter anderem natürlich nach vielen tausend Bewertungen dann auch für diese Kamera entschieden. Und ich freue mich darauf, jetzt bald noch hochwertigeren Content für euch produzieren zu können mit dieser wundervollen neuen Kamera. Ich bin sehr gespannt und das ist jetzt so das letzte Riesen-Equipment-Teil, was wirklich auch noch mal viel Geld gekostet hat. Und damit steht jetzt eigentlich dem Ganzen nichts mehr im Weg. Ich kann jetzt endlich Videos drehen, wo ich mich selbst sehe, ohne einen Spiegel hinter die Kamera zu stellen, in dem ich mich sehen kann. Und habe jetzt mein Smartphone dann auch in der Hand, um halt auch mal was zeigen zu können oder um noch mal Aufnahmen aus einer anderen Perspektive zeigen zu können, mit 2 Kameras zu drehen. Und das finde ich, ist auf jeden Fall ein mega Fortschritt. Ich freue mich da richtig doll drüber. Vielleicht hatte der Weihnachtsmann da ein bisschen seine Hände im Spiel. Da möchte ich nicht zu viel verraten. Falls ihr den Weihnachtsmann mal trefft, dann fragt ihn doch einfach persönlich, wie es war. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, bald mit dieser Kamera drehen zu können und werde das natürlich auch weitermachen. Und ich hoffe, dass ich in diesem Jahr die Frequenz der Videos noch ein bisschen steigern kann. Bisher hat das ja immer so zeitlich nicht geklappt, aber ich würde mich freuen, wenn es das ein oder andere Video mehr gibt als im letzten Jahr. Ist auf jeden Fall eins meiner Ziele. So viel kann ich so mal spoilern. Aber wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr abonnieren und dann kriegt ihr immer wieder eine Info. Ihr wisst schon. Ja, ihr wisst. Ihr müsst dranbleiben. Falls ihr trotz all dem coolen Content Bock habt, mich nicht immer nur so durch die Kamera zu sehen, sondern mich auch mal live kennenlernen wollt, dann kommt auf jeden Fall im Januar zur Veginale und Fairgoods Messe, denn da werde ich sein. Die findet am 21. und 22. Januar statt. Und ich bin wahrscheinlich am Sonntag da, also ich habe ein Ticket, das kann man an beiden Tagen benutzen. Und ich muss mal schauen, Samstag muss ich ja eh immer arbeiten, also es ist relativ wahrscheinlich, dass ich am Sonntag da sein werde und nicht Samstag. Ich upgrade euch dann nochmal über Instagram, also falls ihr mir dann noch nicht folgt, dann macht das auf jeden Fall jetzt mal. Aber es ist relativ wahrscheinlich, dass es Sonntag wird. Erstens wegen der Arbeit und zweitens, weil man da einfach die besseren Messeschnäppchen kriegt. Also da ist zwar manches schon ausverkauft, aber die ganzen AusstellerInnen wollen natürlich das, was noch übrig ist, schnell loswerden und nicht mit nach Hause nehmen. Deswegen kann man da immer noch ein bisschen günstige Schnapper machen und da bin ich natürlich immer ganz schnell dabei. Deswegen wird es wahrscheinlich der Sonntag und ich würde mich freuen, wenn ich ganz viele von euch dort kennenlernen darf. Also wenn ihr mich da seht, sprecht mich gerne an, kommt gerne mit mir in Austausch. Ich mache auch gerne Fotos mit euch, ich unterhalte mich gerne mit euch, denn ich habe auch Bock, euch mal kennenzulernen. Ihr seht mich ja immer, aber ich kann halt nicht zurückgucken. Deswegen ist das für mich super interessant. Also habt da keine Scheu. Ich bin Mensch wie jeder andere, so wie ihr auch. Und von daher freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir uns da sehen und ein bisschen kennenlernen, ein bisschen austauschen und einfach mal eine Runde schnacken. Also kommt auf jeden Fall zur Veginale. Und das sind, glaube ich, auch schon alle Updates aus meinem Leben im Moment. Bestimmt gibt es auch noch viel mehr, aber ich will euch auch nicht zuquatschen mit irgendwelchen Details. Also, das ist so das Wichtigste. Und dann hoffe ich, wir sehen uns spätestens nächsten Freitag zum nächsten Video oder eben live auf der Veginale und Fairgoods Messe. Wir werden sehen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch da mal persönlich kennenzulernen. Und dann ist es das für heute gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nächsten Freitag. Ciao.